Herzlich willkommen zur letzten Veranstaltung der diesjährigen Frostcon, der Frostcon-Rückblick von Scotty und Bernd. Genau, wir sind schon sehr traurig, dass die letzte ist. Mich persönlich, ich frage mich natürlich bei Frostcon 13, so die Unglückszahl, was alles Unglückliches passiert ist. Aber ich glaube, das könnt ihr gleich erzählen. Ich würde sagen, wir starten einfach einen großen Applaus für Scotty. Okay, danke. Ja, wow. Herzlich willkommen zum Shutdown. Ich bin der Scotty. Ich bin nicht Bernd, ich bin Carina und sehr kurzfristig eingesprungen, weil Bernd irgendwo hier rumläuft und noch schnell Sachen fertig macht. Jo. Ja, so groß wie nie. Genau, das galt für die Hüpfburg, aber auch für die Frostcon im Allgemeinen. Ja, ich würde sagen, wir hatten über 2000 Teilnehmer diesmal und damit haben wir, glaube ich, sogar die Frostcon 10 getoppt. Und wir hatten nicht nur so viele Leute wie sonst noch nie, sondern auch so durstige Leute wie sonst selten. Wir haben nämlich sämtliche Clubmate, die wir hatten, ausverkauft. Also wer noch hoffte, noch was abzukriegen. Wir haben noch Fritzmate, aber keine Clubmate mehr. Genau, und die letzten zwei Clubmate-Flaschen stehen im Office und die werden nicht herausgegeben. Wir hatten diesmal 160 Events im Programm. Also sind wahrscheinlich auch wieder hunderte Stunden Videos aufgenommen worden. Genau, aber es gab natürlich auch Events, die nicht gefilmt werden. Also für alle, die jetzt hier nur per Video zugeguckt haben, das nächste Mal vorbeikommen, da gibt's noch mehr. Und zum ersten Mal hatten wir unser Rating-System. Also ihr habt da hinten am Ausgang gab's immer so diese Terminals, wo ihr eure Vortrags-Experience bewerten konntet. Und ihr habt die in den letzten beiden Tagen 900 Mal benutzt. Herzlichen Dank. Aber wenn ihr fandet, dass irgendein Talk besonders toll war oder vielleicht auch nicht ganz so glücklich, es gibt auch immer noch die Chance im Frapp oder also im Programmpunkt unter programm.frostcon.de für jedes Event ein Rating und Feedback zu geben. Und die Speaker sind da immer sehr, also freuen sich sehr, weil sie natürlich sich vor allem über konstruktive Kritik freuen. Also vor allem da am besten nicht nur eine Bewertung abgeben, sondern auch so einen kleinen Kommentar, so ein, zwei Sätze. Das hilft uns auch bei der Auswahl fürs nächste Mal, wenn da irgendwelche Vorträge waren, die nicht so hierher gepasst haben. Bitte gibt uns das Feedback. Wir haben keine Chance, irgendwie alle Vorträge uns noch im Nachgang nochmal anzugucken. Und beim nächsten Mal bei der Auswahl können wir dann nachgucken, was hat denn der letztes Jahr eingereicht, wie ist das denn so angekommen. Das steht aber auch daneben. Eins ist das Schlechteste und fünf ist das Beste. Ja, außerdem hatten wir in diesem Jahr zum ersten Mal Waffeln. Also, herzlichen Dank an das C3 Wok. Es gab auch Zuckerwatte, wie ihr seht. Und wenn wir schon mal dabei sind, uns zu bedanken, wir müssen der ganzen Reihe Leute danken. Also zunächst einmal der Hochschule und dem Fachbereich für die Zusammenarbeit und dass sie uns die Räumlichkeiten hier zur Verfügung stellen. Dann geht natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Dank an die, ohne die es einfach hier nicht ginge, all die Leute in den grünen T-Shirts, unsere Helfer. Dann natürlich auch denen, die uns inhaltlich hier das Ganze geholfen haben zu gestalten. Unsere Aussteller, gerade die Open-Source-Projekte, die hier alle vorbeikommen, zeigen, was sie so Tolles übers Jahr machen. Die ganzen Speaker, die hier anreisen und wundervolle Vorträge halten. Dann die DevRoom-Organisatoren. Wir stellen jedes Jahr einigen Projekten Räume zur Verfügung, die sie selbst verwaltet und organisiert bespielen können. Manche nutzen es einfach nur, um sich mit ihrem Verein zu treffen. Manche bringen ein komplettes Programm, auf die Beine. Außerdem wäre unsere Veranstaltung nicht möglich ohne das POC, das uns mit so praktischen Telefonen versorgt und uns das Leben sehr viel einfacher macht. Und natürlich dem VOG, die dafür sorgen, dass hier alles gestreamt und aufgezeichnet wird. Genau, und damit alle, falls sie irgendwas verpasst haben, die Chance haben, das Ganze nachzugucken, entweder auf mediaccc.de oder auf YouTube. YouTube. Wir haben unseren ersten Copyright-Strike. Ja.
ungerechtfertigt natürlich, aber das weiß der Algorithmus natürlich nicht. Und zuletzt bedanken wir uns auch bei denen, die dafür gesorgt haben, dass das Ganze hier wirklich familienfreundlich ist und nämlich die Kinderbetreuung übernommen haben, damit hier wirklich jeder vorbeikommen kann mit seinen Pens. Also das ist mir dieses Jahr auch aufgefallen, also die Leute scheinen immer mehr Kinder zu kriegen, also so viele Kinder, wie hier rumgelaufen sind die ganze Zeit. Also wer dieses Mal seine Kinder nicht dabei gehabt hat, ist dieses nächste Mal herzlich eingeladen, sie mitzubringen und gerne auch noch welche zu machen. Und genau, wir müssen Wikipedia nämlich einen Grund geben, warum wir nicht in der Wikipedia eine eigene Seite haben dürfen. Da hieß es nämlich, wir sind ja irgendwie so ein Familienfest oder so mal. Also, ne, das halten wir dann auch. Genau. Ja, und sowas kostet natürlich auch Geld. Und da müssen wir mal unseren Partnern danken. Das kommt davon, wenn man das Ganze innerhalb von 5 Minuten zusammenklickt und einfach nur ein Screenshot aus dem Poster oder so nimmt. Nee, das ist die Webseite von euren Badges. Also, aber ja. Wir haben uns überlegt, bereiten wir das jetzt vor, so... We're doing it live. Ja, aber wir sind auch unser eigener Partner. Also wir unterstützen ja auch die Frostcon als Frostcon e.V. Genau. Ja, also Amazon ist unser Konferenzpartner dieses Jahr gewesen. Dann natürlich ist die Zarent schon seit, seit Jahrzehnten dabei quasi. Mit von Anfang an. IP Labs hat uns dieses Jahr unterstützt. Linux, OTS. B1, MyLog, Binsec. Das Linux-Hotel hat uns wieder ihre Räumlichkeiten für unser Vorbereitungswochenende zur Verfügung gestellt. Und BSI und Red Team waren auch mit von der Partie und haben uns großzügig unterstützt. Ja, und jetzt ist leider alles vorbei. Und jetzt brauchen wir eure Hilfe, weil leider müssen wir diese Hochschule heute Abend wieder quasi besenrein zurückgeben. Und da stehen noch so Sachen rum. Deswegen wäre es toll, wenn ihr uns alle helfen könntet und paar Sachen noch mit anpackt und mit zur Seite räumt. Da laufen so Leute in so blauen T-Shirts draußen auf der Hochschulstraße rum. Einfach die kurz ansprechen, die sagen euch, was zu tun ist. Genau, und wir haben da schon ganz viel Helfer natürlich, die noch mit anpacken, aber die sind langsam auch schon müde. Also egal, welche Rolle ihr hattet, einfach mal eine halbe Stunde mit anpacken, dann geht's einfach schneller und wir kommen alle nämlich dahin, wo wir hinwollen. Zur Aftershow-Party. Wie die letzten Jahre auch schon im Voyager in der Rheingasse in Bonn. Da gibt's gleich lecker Chili und auch was Vegetarisches. Wir haben so ein kleines Budget, um uns dann gepflegt ein Bierchen zu gönnen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Das geht auch was länger, es geht um 8 Uhr los, aber letztes Mal sind wir, glaube ich, um 2 oder so rausgekommen. Und one more thing. Nächstes Jahr, 24. 25. August, mit einem kleinen Vorbehalt, wir haben den Termin noch nicht von der Hochschule rückbestätigt, aber das ist nur so eine Kleinigkeit, ich bin da optimistisch. Na, auch hier, we're doing it live. Der Zuständige ist wie jedes Jahr pünktlich zu Frostcon in Urlaub gefahren und... Also wir kommen einfach dann, wir schauen mal. Wenn nichts anderes hört, bleibt's dabei. Und dann, ja, vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Jahr.